Der FC Bayern hat es geschafft. Teil 1 der Revanche ist geglückt. Gegen Inter Mailand gab es einen 1:0-Sieg, auch dank ihm hier, der überragenden Leistung von Thomas Kraft und natürlich des Torschützen Mario Gomez, der in der 90. Minute für das Siegtor sorgte. Ausgelassene Stimmung also beim Bankett am Abend der Bayern. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Sport 1 News. Ja, direkt nach dem Spiel gab es natürlich fast nur ein Thema und das war die richtig gute Leistung des so jungen Keepers Thomas Kraft. Ja, für mich war es gut. Hab mich hier ein bisschen auszeichnen können. Und wichtig war, dass wir dann noch ein Tor gemacht haben. Das war für uns super. Bist du ein bisschen als Held von San Siro? Nee, gar nicht. Das gemacht, was ich machen muss. Und wir haben als Mannschaft, denke ich, sehr gut gespielt. Haben nicht unverdient auch noch gewonnen. Von daher bin ich zufrieden. Ja, Kraft hat, denke ich, sehr gut gehalten. Uns ein paar Mal im Spiel gehalten. Also da können wir uns auch ein bisschen bedanken, aber insgesamt war es die Mannschaftsleistung sehr gut. Jeder hat alles gegeben. Ich denke, ja, sehr konzentriert in der Defensive. Und ja, jetzt fahren wir guten Mutes nach Hause und freuen uns schon aufs Rückspiel. Ich denke, dass wir sehr zufrieden sein über diese Leistung. Ich denke auch, dass es ein sehr attraktives Spiel war. Ich denke auch, dass Inter Mailand ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Das ist auch die andere Seite. Könnte sein, die hier wie Gewinner gesessen hat. Aber wenn man sieht, dass wir auswärts spielen und dass wir so in der zweiten Halbzeit dominieren, dann denke ich, dass es auch verdient war, dass wir gewonnen haben. Bei aller Freude über den Champions-League-Sieg gibt es trotzdem einen Wermutstropfen, denn der Einsatz von Daniel Pranjic im Spitzenspiel gegen Dortmund ist gefährdet. Der Kroate musste in Mailand ausgewechselt werden wegen Adduktorenproblemen. Und ob er gegen den BVB spielen kann, das wird sich erst ganz kurzfristig entscheiden. Mehr Nachrichten haben wir jetzt für Sie im Überblick zusammengefasst. Bayern heiß auf Dortmund. Bayern München ist mit dem 1:0 Champions-League-Sieg bei Inter Mailand der Auftakt in die Wochen der Wahrheit gelungen. Matchwinner Mario Gomez und Arjen Robben blicken daher mit breiter Brust auf das anstehende Topspiel gegen den Tabellenführer aus Dortmund. Wir wollen dieses Spiel gewinnen, unabhängig von der Tabellenkonstellation. Wir sind die bessere Mannschaft, nur wir müssen es auch auf dem Platz zeigen. Und deswegen müssen wir dieses Spiel gewinnen, wollen wir gewinnen, im Hinblick auch auf Platz 2. Alles andere ist nicht wichtig. Das ist wieder ein neues Spiel, ein ganz neues Spiel. Die haben natürlich eine ganze Woche ruhig gehabt. Wir mussten jetzt wieder schnell erholen und dann müssen wir Samstag wieder fertig sein. Und dann müssen wir Samstag zeigen, dass wir auch in diesem Spiel die bessere Mannschaft sind und dann hoffentlich 3 Punkte. Kein Entlassungsschutz für Schaf. Werder-Boss Klaus Allofs findet ungewohnte Worte für Trainer Thomas Schaf. Es gebe keinen automatischen Entlassungsschutz für Schaf. Das sei kein Rekordversuch. Wenn man glaube, der Trainer sei nicht mehr der Richtige, müsste man sich von ihm trennen. Die Situation habe man jedoch derzeit nicht, sagte Allofs der Bild. Ob der 54-Jährige bei einem Abstieg in die zweite Liga weiter an Schaf festhalten würde, ließ er offen. Beim Spiel gegen Bayer Leverkusen müssen die Hanseaten wohl weiter auf Mittelfeldspieler Wesley verzichten. Der Brasilianer habe nach wie vor Schmerzen im Oberschenkel. Magath nicht unverkäuflich. Schalke-Boss Clemens Tönnies hat sich nicht klar zu Trainer Felix Magath bekannt. Bei den Königsblauen sei bis auf Manuel Neuer jeder verkäuflich, sagte der 54-Jährige in Anspielung auf einen möglichen Wechsel von Magath. Der Schalke-Coach wurde in österreichischen Medien zuletzt mit Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht. Eine Anfrage aus Salzburg habe es laut Tönnies aber noch nicht gegeben. Dallas siegt erneut. Die Erfolgsserie der Dallas Mavericks reißt nicht ab. Gegen die Utah Jazz gelang den Texanern ein ungefährdeter 118:99 Erfolg. Dirk Nowitzki steuerte als bester Werfer seines Teams 23 Punkte bei. Dallas hat nun 14 der vergangenen 15 Spiele gewonnen und bleibt damit weiter auf Playoff-Kurs. Zum Schluss noch eine unerfreuliche Meldung für den TSV 1860 München. Der Hauptsponsor der Löwen wird wohl im Sommer aussteigen. Der Rückzug der polnischen Softwarefirma erfolge aufgrund der schwierigen Lage des Vereins. Das waren die Sport 1 News bis hierhin. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, ciao.